Jo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu Let's Play God of War. Ja, wir waren in Helheim und haben das Herz von einem Typen da geholt, von dem Brückenwächter. Und ja, jetzt müssen wir natürlich Erinnerst du dich Atreus noch an die helfen. Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie Ja, verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, kommen wir. Aber der Witz ist, wenn wir jetzt weiterspielen wollen und zurück zur Spitze des Berges wollen. Jetzt geh auf. Dann wird das Spiel sagen, nö. Das geht jetzt aber nicht. Jetzt müsst ihr wieder den ganzen Weg nochmal laufen. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist so. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Ja, man kann laufen hier, aber das bringt nichts. Das ist halt eine Ladezone, eine interaktive Ladezone, wenn man so will. Wir müssen halt warten, bis der Tor irgendwo auftaucht. Da ist es. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Hier ist nicht mal ein Tor. Weil ihr Tor ist eigentlich da unten. Wieso komme ich jetzt gar nicht, warum wir hier rauskommen? Da unten irgendwo der Steg ist, wo wir da mit dem Aufzug hinfahren können, da ist irgendwo ein Tor. Und hier können wir jetzt natürlich auch dieses Rätsel lösen. Also können wir noch nicht, weil wir erstmal Atreus helfen müssen. Können nur. Hallo? So. Die ersten Schritte machen. Erstmal bringen wir das Ding hier hin. Den tragen. Hier haben wir das kleinste Glück. Hallo? Kratos, wo ist das? Rest machen wir nachher. Ich glaube, das können wir auch gar noch nicht, machen. Ich glaube, da brauchen wir auch seine Hilfe für oder so. Ich weiß gar nicht. Das Herz. Du hast es. Ja.
Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ja. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Ja, und... es ist ein Fluch. Das ist der Punkt. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, ja, dann bemühe dich darum. Hier beginnt es wirklich cool zu werden. Hier wird es richtig gut. Hier fängt man an, richtig Anteilnahme zu nehmen. Kratos, der jetzt da unmittelbar davor steht, seinem Sohn zu erklären, was er wirklich ist und so weiter. Ja, das werden wir auch noch gleich erleben, keine Angst. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir nicht das Tor einfach nicht, weil noch mit dem Jungen noch reden muss. Danke. Ja? Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. In der Tat. Ja, was wir hier sehen, kommt dem noch nicht. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Ja, aber der Keiler ist nicht wirklich ein Keiler. Ja, was wir hier sehen, kommt dem, was wir im nächsten Teil sehen werden, in Ragnarök, die annähernd nahe von Vanaheim.
Aber ja, hier fängt es wirklich an, ja wirklich herzzerreißend zu werden, wirklich, dass man wirklich mitfühlt, und so geht er den ganzen zweiten Teil durch. Und wieder, es kommen ja noch einige Sachen auf uns zu. Nun denn, bevor Modi uns gebrochen hat, wollten wir gerade Tiers Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. So, bevor wir das mit dem Boot machen, haben wir noch andere Dinge zu tun. Oh, da ist auch noch ein Eimer. Steht das Ding richtig? Ja. Eine weitere Truhe für uns. Haben wir hier Tobsuch der Furien, leichter Runen an. Aha. Gucken, wie sieht der aus? Ah ja, okay. Ja, das sind alles Angriffe, die wir tatsächlich in den früheren God of War Spielen machen konnten. Naja, wir haben ja jetzt was freigeschaltet, ne? Können wir ja gleich mal. Haben wir noch ein bisschen Geld? Ja. Erfahrung meine ich. Hier haben wir auch schon. Ach so, ja, das ist, wenn wir hier genug entsprechende, also unsere die entsprechende Fähigkeit genug ausgelevelt haben, sage ich mal. Das hier ist halt bei Vitalität, da haben wir halt jetzt 97, 75 brauchen wir, um den Bonus halt freizuschalten. Deswegen leuchten manche Dinger so. Im Nachfolger wird es noch anders sein. Da muss man bei bestimmten Fähigkeiten eine bestimmte Anzahl Anwendungen haben. Und dann kann man da doch eine kleine Zusatzfähigkeit freischalten. So, gut. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir schon stark genug sind, aber wir werden es probieren. Wir werden die Türe herausfordern. Überfall. Ja, wir sind hier eigentlich immer gleich. Mehr oder weniger. Gut, hier ist jetzt noch so ein umgekippter Stein, warum auch immer. Ja, hier ist ja dieses komische blaue Licht, oder was das sein soll. Ein Fahrstuhl natürlich.
Warum sie hier noch einen Fahrstuhl eingebaut haben, weiß ich auch nicht so genau. Aber ist halt so. Hier haben wir das Tor natürlich. Und dann gehe ich wieder oben. Nee. Ja, wie gesagt, wir werden immer, wir kriegen mal ein bisschen Heilung, wenn wir hier ankommen, damit wir halt voll gestärkt in den Kampf gehen können. Ja, hier ist wieder eine. Doch hier meistens immer ein Dagofrank oder irgendwo. Oder auch manchmal ein paar kleine Truhen. Haben wir hier irgendwas Interessantes drin? Ja, und hier ist immer noch ein Abgrund, der, ja, ihr seht jetzt mal, hier können wir ja runtergehen. Ja, die hängen so eine Hörner, keine Ahnung, zu sagen haben. Ja, wie gesagt, hier ist immer nicht viel, meistens immer nur Patronen oder irgendwas, ne? Als kleiner Bonus. Hier kann man auch nichts verpassen, glaube ich. Wollen wir mal gucken, ob wir die auch schon schaffen. Wir müssen sie retten. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also ich bin es. Ja, ich auch. Falls das von Belang ist. Wir werden sehen. Mann, nimm mal die Axt raus. Von hinten! Hinter dir! Warum hat er denn immer so die Axt nicht in der Hand? Ja, natürlich. Natürlich macht eine neue. Hallo, ich will die Natur. Man geht tatsächlich hoch. Ach, geht gar nicht. Au. Volltreffer. Nicht so gut, warum sie?
Ja, wir haben sie. Gut, gut. Ihr habt meine körperliche Gestalt befreit. Ich bin euch ja so dankbar. Warum das alles? Ich bin nicht sicher. Mein Geist ist noch verwirrt. Der Röxtel auf Valkyria. Das ist das Letzte, das ich noch weiß. Kara heißt. Valhall wartet. Ich muss zurück. Verdammt. Verdammt, Freunde. So muss ich hier doch einen Schreiber haben. Verdammt. Ja. Oh, kann ich glaube, den nutzt den doch dauernd. Der muss hier irgendwo sein. Ist mein Schreiber jetzt weg? Hab doch gestern hier. Vater, der Helm. Gleich. Ich find ihn nicht. Der Schreiber hin. Verdammt. Damit man ja die Videobeschreibung mit reinpacken kann. Und der Schreiber. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Was ist das, Mimir? Ein Ratsaal sozusagen, tief verborgen in Midgard. Die Walküren brauchten oft einen Ort, um sich fern von Odins neugierigen Blicken zu beraten. Sie glaubten sich unbeobachtet. Doch der Allvater sieht alles, wie es so schön heißt. Der Allvater sieht alles. Erinnert ihr euch an den Raum mit den 8 Thronen? Ich glaube schon. Ja. Aber wir waren schon an so vielen Orten. Er liegt links der beiden Ruderstatuen. Ich habe es zu der Zeit nicht gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Finden wir da heraus, warum die Walküren so sind? Der Raum hatte eine besondere Bedeutung für sie. Dort werden wir etwas finden, ganz gewiss. So ist denn mein Schreiber weg, das gibt's doch ja nicht. Ich hab doch gestern damit noch hier geschrieben. Gibt's doch ja nicht. Ich hab hier gestern eine Folge Minecraft aufgenommen. Da habe ich mir eine Zeichnung für vorher gemacht, weil ich da ein bisschen was gebaut habe. Hä? Das ist ja unmöglich. Wo ist denn der Schreiber hin? Hier ist er. Oh Mann. Okay, tut mir leid. Ja, wir haben jetzt Karas Helm. Eine zweite Valkyrie geschafft. Dann hat sie uns ja noch Schönes hinter. Sie hat uns komplett geheilt, auch gut. Wir brauchen nicht mal den Zorn einsetzen. Wie wieder Asgarder Stahl. Nochmal Asgarder Stahl. Ach, da haben wir noch. Herz von Midgard. Legendärer Zauber erhöht den Schaden durch Angriffe mit bloßen Händen. Aha. Und? Talisman, der Wetten. Das ist er. Das, meine Freunde, ist der Talisman, den wir brauchen. Episch Talisman. Erzeugt eine Weltenverschiebung, die Gegner in der Nähe vorübergehend verbessert um die Dauer der Weltenverschiebung zu verlängern. Genau den brauchen wir, meine Freunde. Wir haben jetzt diesen hier. Ihr Schutz. Wir wollen jetzt diesen hier. Den werden wir auch bis zum Ende drauf behalten. Ja, der hat noch keine. Mal gucken, ob wir den noch verbessern können, dass wir da noch Dinger wieder raufpacken können nachher.
Ja gut, die Energie brauchen wir nicht. Da ist noch ein bisschen Geld. Ah ja, den Rahmen müssen wir noch mitnehmen. Ja, das ging besser als ich dachte. Mal gucken. Aber ich glaube, die Königin werden wir trotzdem nicht besiegt kriegen in diesem Spielstand. Was ist er denn? Ich habe noch mal hingesehen. Hier ist die Tür. Da ist er. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, wir zwei Artefakte. Auf Flusslande. Zwei Artefakte fehlen uns noch. Die Hexenhöhle können wir speziell nicht. Zwei Artefakte fehlen uns noch. Ja, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo die sind, aber wir werden schon rausfinden. Ein Odins Rabe, ja, nicht weiß ich, wo der ist, und eine Nornentruhe. Die werden wir jetzt gleich machen. Ja, irgendwo müssen noch zwei Dinger sein, die ich noch irgendwie unterwegs verpasst habe. Aber ich denke, Freunde, das werden wir auch hinkriegen. Ach, hier kann ich das Tor benutzen. Nee, kann ich nicht. Komm. Die Nordentrune werden wir jetzt gleich holen. Und den Rest machen wir dann. Damit können wir ja wieder, wie du schon gesagt hast, die Zeit verlangsamen. Und dadurch können wir natürlich noch viel mehr erreichen. Einwandfrei. Und wie gesagt, wir werden jetzt... gucken, ob wir den schon verbessern können, wenn wir wieder bei irgendeinem Schmied sind. Ja, das Spiel zwingt aus irgendeinem Grund, mit dem Boot dahin zu fahren und den Berg halt nochmal hochzuklettern, aber sei es wie es sei. So, was hinter? Da hatten wir ja schon einen, ne? Der da lang, den hatten wir schon. Das war ja auch so eine Maske. Hier gab es ja die Masken in den Flusslanden als Artefakte. Die hatten wir schon. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo in der Hexenhöhle gab. Da oben gab es nicht noch irgendwo. Oder geh noch mal kurz da hoch. Ja, wie gesagt, wir wollen ja möglichst gründlich sein. Hier ist hoch. Da war ja auch noch eine Truhe, ne? Ja, genau. Okay. Ja, das kriege ich schon hin. Wie gesagt, jetzt suche ich dann das Offscreen und zeige euch denn das, wo das ist. Wenn noch was fehlt. Ich hab beim ersten Mal durchspielen, habe ich auch nicht bei weitem nicht alles vollständig gehabt. Dann habe ich den Spielstand irgendwann. Ah ja, da habe ich nochmal ein neues Spiel Plus gestartet, richtig. Und dann habe ich den Spielstand halt irgendwann verfolgt. Und da habe ich dann den vervollständigt. Da habe ich mir auch die ganzen Rahmen damit aufgeschrieben. Und ich frage mich, ob ich das beim zweiten hätte auch vielleicht machen sollen, aber. Ich denke mal, wäre ich das eventuell trotzdem so hinkriegen. Ja, wir müssen da lang. Guck mal kurz, ob hier noch irgendwo was ist. Da war auch so eine Truhe. Ja, wie gesagt, die legendären Truhen, also diese goldenen, die zählen, und die Nornentruhen in dieser Statistik hier. Aber die Sage nicht so, die sagen die normalen Sage gefragt. Und die ganz kleinen Holztruhen sowieso nicht. Ne, hier ist auch nicht weiter. Nee. Ja, wie gesagt, hier war ja ursprünglich der Anlegeplatz, bevor das Wasser gesunken ist. Ja, ich habe jetzt, wenn den zweiten Teil, da ist mir jetzt irgendein Bug, den der sich scheinbar nicht beheben lässt.
Weil da ist irgendein Auftrag, den ich zu Ende führen kann, obwohl ich die... Da muss man halt ein paar Typen für besiegen, damit eine Tote ihren Frieden findet irgendwie, und das habe ich gemacht, aber wahrscheinlich zu früh oder so. Hier waren wir ja drin gewesen, das hatten wir auch, ne? So, weg. So, jetzt müssen wir hier nochmal rausklettern. Hier war ja, ihr erinnert euch, hier war ja auch noch eine Nordentruhe. Vielleicht gucken wir hier noch irgendwo. Ja, hier, diese finde ich auch sehr schön, dieses herbstlich angehauchte. Das haben wir gemacht. Diesen herbstlich angehauchten Wald und so, das finde ich auch richtig herrlich. Ja, den Schatz hatten wir geholt. Kommen jetzt hier nochmal Gegner? Nein. Ja. Hier war, glaube ich, auch nichts weiter hier hin. Hier sind wir ja beim ersten Mal lang gekommen. Da sind wir ja hier aus diesen Dings hier gekommen. Hier zusammengefallen, okay. Zeichne sie. Was denn? Dann macht er automatisch, muss ich aber drücken. Also, als ich letztes Mal gespielt habe, ist das Ding stehen geblieben. Beim ersten Mal ist er auch immer wieder zusammengefallen, aber beim letzten Mal ist er gleich stehen geblieben. Hm. Ja, und hier sind wir natürlich auch wieder. Einmal auf die Seite. Können wir hier hochklettern. Dann müssen wir... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber wir werden es gleich sehen. Okay, eines falsch. Aufrecht stehen ist ein ganz normales B. Ja, die sind ja alles die gleichen Runen, bloß halt in verschiedenen Lagen. Ich glaube... ja, welche davon ist jetzt falsch? Würde ich gerne wissen. Ist die da oben? Oder ist es die? Ich glaube, ist die hier. Okay, wir müssen das nochmal ändern. Ja. Glaube ich. Ah, wir haben es geschafft. Hier haben wir Symbol. Okay, wir haben schon maximal überall erreicht. Okay, scheinbar. Gut, okay, dann haben wir das auch erledigt. Ja, jetzt machen wir weiter in der Story. Also anders geht es jetzt nicht. Also vorerst. Also ich denke mal, wir müssen jetzt erst zur Kammer, ne?
Sie könnten wir jetzt noch was anderes machen oder müssen wir jetzt? Komm, ich weiß gar nicht. Ja, der Hauptgrund, warum wir jetzt mit dem Boot fahren müssen, ist, dass jetzt Kratos und Atreus ein wichtiges Gespräch führen werden gleich. So. Okay, wie gesagt, der Rabe müssen wir erst in die beiden Masken. Müssen wir sehen. Das muss ich noch rausfinden. Ah, der kriegt schon hin, macht euch mal keine Sorgen. So schwierig kann das nicht sein. Die müssen ja alle irgendwo da vorne sein. Ich glaube, eine könnte noch tatsächlich beim Haus hinten irgendwo sein. Ah ne, beim Haus waren ja keine Masken, da waren ja Spielzeuge, ne? Ja, wir werden das schon rausfinden. Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange. Der Tor dürfen wir nicht benutzen. Nein, geht nicht. Ja, was ist denn hier eigentlich passiert? Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Hm? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Er tat. Junge. Hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Ja, aber das. Aber noch nicht. Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Nicht in dieser Szene. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ja. Und ja, wie gesagt, er kann sich tatsächlich in Tiere verwandeln. Ich lasse mich gerne überraschen. Mindestens
mindestens zwei verschiedene Tiere, aber ich will jetzt nicht alles spoilern. Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten. Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst. Ja, ja. Aber ich habe mehr als meine Götter bekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldu! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrsgrof zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Ja. Rennerhemd. War hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Wachfarbe. Nicht der Raum, das ist nur ein Hier ging's doch zur Torstadt. Eine Sekunde. Was hier? Ach, direkt am Anliegen. Hä? Müsste direkt hier in der Luft sein, aber hier ist kein Raum. Ich sehe etwas da oben. Oh, ach, da oben ist der. Ja, dann gehen wir doch noch. Ja. War der schon immer so hoch? Aber gar nicht mehr in Erinnerung, dass der so hoch war. Natürlich müssen wir gegen den hellen Himmel ziehen mit dem besonders coolen. Ich denke so vorbei. Noch besseren Ort, die wir aus.
Da drüben mehr. Ach so, ja, hier Atreus, war ja bei dem. Ja, das war hier der. Nee, vorbei. Oh, ganz knapp. Komm schon. Gibt's doch nicht. Come on, ey, als ob das mich getroffen hat. Mann, warum macht... Ich hasse das. Also diesen scheiß Move, dass der immer... Wenn man nochmal drauf drückt, diesen Tanz macht, ey. Zeigt an, dass er da treffen würde. Also nur die richtige. Ja, er fliegt da durch. Vielleicht noch ein bisschen. Ja! Okay. So. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Achso, ja, hier geht's ja nicht mehr. Weil direkt da runter kommen wir nicht. Wir müssen den Umweg fahren hier. Ja, einige der Rahmen sind wirklich echt komisch. Direkt runtergehen? Nee, ne? Ah, hier können wir direkt runter. So, nee. Ich dachte, ich kann nicht direkt runter. Ja. So, ja, eigentlich können wir jetzt noch einige Sachen machen, da wir jetzt sowohl die Fähigkeit haben, das Gestrüpp wegzubrennen, als auch die Winde von Helheim zu steuern. Hier drüben, ja, hier war ja noch die Rabenklippe, ne? Genau. Hier brauchen wir den Wind. Der hier. Okay. Okay.
Achso, nee. Ja, das ist hier ein bisschen aufwendiger, dieses Rätsel. Hier ist auch noch eine Nornentruhe da oben. Hier waren wir ja schon mal, da hinten liegt ja dieser Riese. Hier links einstellen. Genau wie da und da oben. Ja, hier da, das haben wir schon gemacht. Hier eine Abkürzung schaffen. Nein, du sollst ja nicht runterklettern, danke. So, Drüse. Da waren wir ja schon drauf. Alben, mein. Ja, der, er wieder hier. Boah, wie viel Essen der hat, ey. Ich würde gleich mal austesten, seht. Aber auch der ist kein Gegner mehr. Ja, gegen den werden wir noch öfter kämpfen, müssen wir nach Alfheim gehen. So, damit können wir erstmal die Tür hier öffnen. Sehr gut. Hier können wir öffnen, auch gut. Ja, das haben wir gemacht. Hier oben Button. Hier nicht noch. Okay. Weil ich glaube, uns fehlt noch so ein Schiffsteil. Ein Schiffsbuch. Hier nicht machen. Was geht's so nicht? Hier aus? Nee, was soll ich wieder rechnen? Irgendwas wird uns weiterhelfen.
aus seiner Billotruhe. Konzentrieren, Junge! Jetzt schon wieder. Ich bin bereit! Ich mag diese Viecher nicht. Jetzt mal so. Oh, der kommt auch immer wieder. Jedes Mal, wenn wir herkommen, ist er wieder da. Ich meine, hier. Ja, hier bei der Leiche war ja auch ein Schatz, den haben wir auch schon geborgen. Verstehe ich jetzt irgendwas nicht, oder? Ich glaube, das große Tor können wir erst mit dem Wind öffnen, oder? Tor da drüben. Oder wie war das? Ja, da. Seht mal, da hat der so ein Windding. Ah, und hier kommen wir noch lang. Also hier sind wir ja hochgekommen, ne? So geht das, okay. Gut. Erste Stufe gelöst. Oh, ach du Scheiße, der Part ist wieder ewig lang. Okay, dann machen wir hier mal Schluss, Freunde. Tut mir leid, dass der Part wieder eine Stunde lang ist. Bis dahin und auf Wiedersehen.